Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe 4 Mütter, 4 Meinungen. Die heutige Frage ist eigentlich, ändern Kinder alles? Halt die eigene Denkweise vor und mit den Kindern, hat sich da viel verändert? Hat man Freundschaften verloren und vermisse ich mein altes Leben? Brauche ich Zeit für mich? Und halt solche Dinge. Dazu möchte ich erstmal sagen, ist es, also ich bin, wie gesagt, schon recht früh Mutter geworden, beziehungsweise, ja, früh Mutter geworden, früh schwanger geworden. Das bedeutet, bevor ich Mutter geworden bin, bin ich eigentlich nur Teenager und selber Kind gewesen. In dieser Zeit, ja, habe ich noch zu Hause gelebt und konnte mehr oder weniger nicht das tun, was ich wollte und mich frei entfalten, mich ausleben oder wie auch immer. Also ich hatte schon recht strenge Eltern und ja, da konnte ich meine, ich sag jetzt mal, Freiheit nicht so wirklich genießen, weil ich die gar nicht hatte. Ich bin nämlich dann mit 18 schwanger geworden und dann war ich ja erst recht, also ich sag mal da, wo andere dann erwachsen sind und ja, sich dann vielleicht anfangen auszutoben und ja, eben ihre Freiheit auch als Volljähriger genießen können. Ja, das war bei mir jetzt nicht so. Und ich habe die erste Zeit auch, also als Kevin geboren ist, das, also ich bin im September 19 geworden und im November ist er dann geboren. Da habe ich auch, ich meine, der Kevin ist so ungefähr 8 Monate alt gewesen, also bis zum 8. Lebensmonat habe ich auch noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Auch in dieser Zeit hatte ich jetzt nicht den Vorteil, dann sagen zu können, ey, ist ja cool, meine Eltern sind da und passen auf den Kleinen auf und ich kann dann raus und irgendwelche, ja, auf irgendwelche Partys gehen oder. Das blieb mir leider verwehrt. Von daher, ja, ist es schwierig zu sagen, meine, also hat sich da viel verändert. Also ich, natürlich hat sich viel verändert, denn ich bin auf einmal Mutter geworden. Ich bin selber noch irgendwo Kind gewesen und dann halt, ja, schon so früh Mutter geworden. Und muss auch ehrlich sagen, ich habe mir am Anfang, beziehungsweise ich habe mir nicht so die Gedanken darüber gemacht. Ich hatte keine Vorstellung von, wie werde ich mein Kind erziehen, wie werde ich was wie machen, sondern ich bin einfach ja schwanger gewesen und es war für mich eine sehr schwierige Zeit, denn also ich war ja halt auch gerade irgendwie in der Ausbildung und so und also im ersten Lehrjahr und im zweiten Lehrjahr ist der Kevin dann halt geboren worden. Da hatte ich dann, habe ich dann auch erstmal, bin ich in Elternzeit gegangen und es war, also nur alleine als ich schwanger geworden bin, war es schon halt recht schwierig für mich, weil, also die Außenwelt, das Umfeld hat natürlich schon sehr schockiert darauf reagiert und ich hatte viele psychische ja, Probleme kann man jetzt so nicht sagen, aber ich war schon, ich hatte damit schon halt irgendwie zu kämpfen und musste da auch mit mir selber richtig erstmal ins Reine kommen. Und wie gesagt, viele von euch wissen das selber, wenn man halt in der Pubertät ist, ist es sowieso halt nicht so gerade die einfachste Zeit. Und wenn man dann so gerade da rauskommt und irgendwie auch noch mit drin steckt, ja, also es war wirklich eine sehr schwierige Zeit. Ich kann jetzt, also ich habe ja im Abstand immer von 5 Jahren dann das nächste Kind bekommen. Also ich habe ja 3 Kinder und kann sagen, dass ich mich in dieser Zeit einfach auf jeden Fall mit jedem Kind weiter und entwickelt habe und auch verändert habe. Natürlich hat sich was verändert, ich glaube, und es hat sich ganz viel auch verändert, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt davon, es ist nicht nur abhängig von den Kindern, sondern es ist auch abhängig einfach, ja, dass ich älter, reifer geworden bin. Und ich denke, dass es da vielen auch so geht,
Deswegen, ich habe jetzt nicht vorher das Leben gehabt, wie manch andere, die gesagt haben, boah, ich habe mich total ausgetobt, ja, habe Party gemacht, bin in Urlaub gefahren und habe das gemacht, was mir Spaß macht. Also das konnte ich jetzt so halt nie machen. Und da komme ich jetzt halt erst mehr oder ja, immer mehr in diesen Genuss, wo ich merke, also ich bin immer gerne Mutter gewesen, aber ich merke auch jetzt, dass jetzt, wo meine Kinder älter sind und dass ich einfach merke, dass ich flexibler sein kann und dass ich Dinge jetzt auch machen kann, die nur für mich bestimmt sind, ja. Und das ist total geil, ja, und das genieße ich total. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Also ich habe jedes zweite Wochenende habe ich ja kinderfrei und da kann ich einfach nur das machen, was ich will. Also das kenne ich jetzt so nicht wirklich, ja. Ich hatte auch in der Zeit, als ich jetzt halt noch mit Nenas Papa zusammen war, auch mal also da war auch mal das ein oder andere Kind bei der Oma oder Lenny bei seinem Papa. Aber irgendein Kind war immer zu Hause. Es waren nie alle drei Kinder gleichzeitig weg. Und deswegen ist es jetzt schon. Also da hat man dann einfach nur mal auch genossen, irgendwie, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel den ganzen Tag rumgammeln konnte oder so, ja. Das habe ich jetzt. Das ist ja, wenn die dann noch so klein sind, am Rumkrabbeln sind, überall dran gehen und auch immer die Hilfe brauchen und immer die Fürsorge brauchen. Das habe ich ja jetzt bei meinen Kindern nicht mehr. Die sind alle groß, ja. Der Kevin ist 19, Lenny ist 14 und die Nena ist 9, die wird jetzt 10. Und ja, die können, also die sind so selbstständig und können so viel alleine machen. Und wenn ich dann halt alle 2 Wochen mal jetzt halt frei habe, Kinder frei habe, ist das auch nicht so, dass ich dann den ganzen Tag rumgammel, sondern dann will ich was machen, ich will was unternehmen, ich möchte ja einfach meinen Bedürfnissen auch nachgehen. Und das ist halt total schön, dass das jetzt möglich ist. Und ich komme immer mehr in den Genuss und weiß auch, dass all das, was vielleicht andere vorher gemacht haben, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist relativ spät Mama geworden, erst mit 38, die hat sich vorher halt ausgetobt, die ist in den Urlaub geflogen, gefahren, hat gemacht, getan, halt all das, was sie wollte. Und wo ich dann denke, ja, jetzt bin ich ja halt noch jung, jetzt bin ich 38. Andere fangen erst an oder sind halt, also haben noch kleine Kinder und ich kann jetzt halt loslegen und kann jetzt einfach das machen, was ich will. Natürlich noch nicht alles, aber es geht ja immer mehr in diese Richtung, ja. Und ja, das ist ganz toll. Natürlich habe ich auch viele, also es ist zu Anfangs bei mir so gewesen, dass natürlich alle sind feiern gegangen. Die sind halt eben alle auch 18 gewesen, hatten keine Kinder, sind Party machen gegangen, haben getrunken, gefeiert und keine Ahnung. Und ich konnte das nicht machen, habe aber auch trotzdem mich in der Hinsicht so ein bisschen ausgelebt, indem ich dann die Partys einfach zu mir nach Hause geholt habe, mir Leute eingeladen habe, weil ich nicht weg konnte und wir haben dann bei uns zu Hause gesoffen. Also ich bin nicht direkt irgendwie eine brave Mutti gewesen. Und das ist erst so eine Sache, die sich dann mit Lenny entwickelt hat, wo ich dann vernünftiger geworden bin. Das ist einfach so. Ich kann es nicht ändern. Und mit Nena bin ich dann noch mal irgendwie noch vernünftiger geworden, noch reifer geworden und habe mir auch viel mehr Gedanken, also diese Gedanken fingen auch bei Lenny schon an, dass ich mir überhaupt Gedanken um die Erziehung gemacht habe, wie werde ich was machen, all das, was ich bei Kevin gemacht habe, da habe ich bei Lenny schon wieder gedacht, boah, nee, das geht nicht und ich habe alles, meine ganze Denkweise irgendwie umgeworfen, ich habe noch viel damals bei Kevin so gemacht, wie meine Eltern das gemacht haben und habe es bei Lenny dann schon komplett wieder anders gemacht und jetzt bei Nena mache ich es nochmal komplett anders und würde ich noch ein Kind bekommen, was nicht passieren wird, weil ich möchte keine Kinder mehr. Ich wollte früher immer ganz konservativ, war es mein Wunsch, ich wollte 10 Kinder haben, einen kleinen Bauernhof und ja, einen lieben Partner an meiner Seite. Und ja, es hat sich ganz anders entwickelt. Also mehr als 3 Kinder bin ich gar nicht in der Lage, irgendwie, also dem gerecht zu werden. Und dazu fehlt mir halt auch einfach oder hat mir auch immer halt einfach der Partner gefehlt, mit dem ich auch hätte so viele Kinder kriegen können.
Deswegen, also dieses Thema Kinderkriegen hat sich bei mir komplett erledigt. Ich bin damit fertig. Aber wenn man jetzt nochmal so weiterspinnt, ich würde jetzt nochmal wieder auch ganz viel einfach anders machen. Und das hat was mit der, ja, mit der Reife zu tun und mit der Entwicklung und auch mit der Weitsicht mittlerweile, wie viele andere Möglichkeiten es gibt. Und wenn man sich mit vielen Themen da auseinandersetzt, dass man, ja. Also ich habe mich da jetzt mehr, je älter ich geworden bin, immer mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt. Ich finde das immer sehr schön, wenn ich junge Mütter sehe, die wirklich bewusst ihre Kinder erziehen oder begleiten, wie auch immer man das sagen möchte. Bei mir war es so anfangs eben nicht so. Und ich denke, das hat schon auch was damit zu tun, dass ich sehr früh Mutter geworden bin. Naja, und einfach auch sehr mit mir selber beschäftigt war in der Zeit, ja. Das war ich zum Beispiel mit Lenny und mit Nena dann nicht mehr so, aber in der Zeit, wo ich nur den Kevin hatte, war ich schon sehr, sehr, sehr mit mir selber auch beschäftigt. Ich kann jetzt sagen, vermisse ich mein altes Leben? Nein, vermisse ich nicht. Ganz im Gegenteil, ich freue mich auf all das, was kommt und was jetzt halt ist. Und ja, was kann man dazu noch sagen? Also Zeit für sich habe ich eigentlich schon beantwortet und dazu gab es ja auch schon mal ein Video. Ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und auch wirklich schön und man darf es auch ohne schlechtes Gewissen genießen. Denn wenn es einer Mutter gut geht, geht es auch ihren Kindern gut. Und wenn es einer Mutter schlecht geht, wie kann es dann den eigenen Kindern gut gehen? Also man kann sich in der Hinsicht nicht so mega verstellen, dass Kinder das nicht mitbekommen. Das ist einfach so. Ja, gestern war Freiheitsliebende dran. Morgen ist die Sonnenrocki dran und übermorgen die Julia von den Brombeerianern. Schaut doch gerne auch mal bei denen vorbei. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen oder vielleicht habt ihr auch immer noch irgendwelche Fragen oder Anregungen, worüber wir sprechen können. Dann lasst es mir. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Was mich interessieren würde, ich weiß, einige von euch sind halt auch Eltern, Mütter, Väter, wie auch immer. Seid ihr auch jung Mutter geworden oder eher halt später? Wie meistert ihr das so? Wie ist das bei euch? Habt ihr Unterstützung oder halt eben nicht? Würde mich interessieren und ja, bis dann. Tschüss!